Was sind die quantitativen Leistungseinschränkungen bei einer Erwerbsminderung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Es geht um die zeitliche Einordnung der Erwerbsminderung nach dem Gesetz. Das heißt also, wann liegt unter welchen Bedingungen überhaupt eine Erwerbsminderung vor? Und da haben wir praktisch zwei Eingrenzungen oder zwei Bestimmungen. Einmal die zeitliche, also einmal die teilweise Erwerbsminderung und einmal die volle Erwerbsminderung. Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit weniger als 6 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ihre Leistungsfähigkeit anbieten können oder ihre Arbeitskraft anbieten können. Arbeiten Versicherte bei einem Leistungsvermögen von 3 bis unter 6 Stunden, dennoch mehr als 6 Stunden, so muss eine Leistungsbeurteilung neu stattfinden. Das heißt also, der Rentenversicherungsträger sagt dann, okay, hier müssen wir mal neu prüfen. Wenn aber der Versicherte unter erheblichen Schmerzen oder unter außergewöhnlichen Bedingungen die 6 Stunden arbeitet und wäre an sich eigentlich nicht in der Lage, unter 6 Stunden zu arbeiten, dann kann auch für diesen Fall eine teilweise Erwerbsminderung vorliegen. Dann muss auch der Rentenversicherungsträger hier neu prüfen. Volle Erwerbsminderung liegt dann vor, wenn der Versicherte auf seine Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mit einem Zeitvolumen von nicht mehr von 3 Stunden pro Tag einsetzen kann. Das heißt also, 3 Stunden pro Tag meint hier von Montag bis Freitag jeweils unter 3 Stunden. Wenn er da also sozusagen wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr arbeiten kann, dann liegt volle Erwerbsminderung vor. Keine Erwerbsminderung liegt vor, wenn der Versicherte mit seinem Leistungsvermögen, kann auch das Restleistungsvermögen sein, wenigstens 6 Stunden am Tag oder mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beruflich tätig sein kann und dort seine Arbeitskraft verwerten kann. Näheres zum Thema der Erwerbsminderung und auch der quantitativen Einschränkungen finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.